Hamilton, Button, Alonso, die ersten drei. Und damit herzlich willkommen zum Rennen von Malaysia. Ja, wir fahren zu Hause. Hallo, Dico. Das ist ein Rennen fürs Team. Und ich bin nicht letzter. Yay! Ich Wir starte in hätten die ja ganzen. mal ein bisschen so sagen können, dass es bis jetzt schon für einen Fahrer auch schon ein Heimrennen gab, nämlich für Mark Webber in Australien. Ja. Wow. Hauen Und wir mein mal Ziel Vettel weg. übrigens ist Platz 18. Ja, Vettel, dort war's. Vettel liegt immer noch draußen. Oh, Alan, pass auf, hinter dir ist Ayrton. Also Prost, jetzt nichts Falsches mit Senna machen, ja? Ja, davon kommt das ein paar Rennen. Bisschen mehr als 10 Rennen, aber okay. So, Hülkenberg, Hülkenberg. Wer kennt nicht den Hülkenberg? In Englisch müssen sie Ja, lernen, das boah, richtig. Aber yo. das sind kleine Ü-Punkte, also Hülkenberg, nicht So, Hülkenberg, Elfter. Hülkenberg, Und ich Hülkenberg, verkacke einfach Hülkenberg, alles. Hülkenberg, Barrichello. Hülkenberg. Ah, Barrichello! Oder Barrichello. Oh, yo. Ah, Hülkenberg, ja, das war deine Nase. Wir sehen uns in der Box. Ich hab eine Nase. Run Ach, der Center. Buemi. Trulli. Bümi. Hast du auch eigentlich mal deine erste Berührung mit Buemi gehabt? Ja. Ich nenne immer Bümi. Man merkt, dass er das Toro Rosso was mit Red Bull zu tun hat, weil er Red Bull halt auch ein Fahrzeug ist. Ja. Es ist quasi Red Bull. Ja. Es wird von ein, also die Grundbeschreibung von Toro Rosso ist, dass es ein Junior-Team von Red Bull ist. Yeah. Und ja. Das ist halt nicht das gleiche, den gleichen Namen haben kann wie Red Bull, haben sie sicher Toro Rosso genannt. Weil sie den Sitz auch in Italien haben. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich nicht hinwechseln will, wenn ich mal gut fahren würde. Ins HRT-Team. Dort auch nicht. Denn das ist das Team, was bekannt dafür ist, scheiße zu sein. So, oh, Vettel ist 18. Und du 16. Das hat, glaube ich, Vettel nicht so Du holst gefallen. jetzt auch Timo Glock auf? Das ist, glaube ich, nicht gut gewesen, wie ich mit Vettel umgegangen bin. Na, Vettel ist wieder 17. Ich glaube, er ist wütend. Ja, da Wo ist holt schnell Senna? auf. Der ist im Red Bull und dorthin bei den kleinen Teams, da holt er schnell auf. Oh, minus 11 Sekunden. Und Timo Glock. Ja. Und Stefan Kießling. Aber immer die Scheißnase von Vettel. Jetzt von den Nein, Engländern. auch von Chantok. Ja, Timo Glock haben wir jetzt verloren. Nee, doch nicht. Leute, ich bin mir beschwert. Ja. Schick mal Buchtruppers. Immer! Immer! Warum bist du immer? Wer ist hinter Tulli? Alter! Ist das Fell? Kann sein. Es waren schon welche in der Box. Ja. Button erster, De La De La Rosa Rosa. und Petrov, glaube ich, waren an der Box. Glock. Petrov ist jetzt hinter dir. Ja. Aber Ja, De La klar. Rosa ist ja vor In der Glock. Box. De La Rosa ist ja vor Glock Das ist schade, und. dass Petrov so weit hinten ist. Warum? Welch mein Lieblingsteam? Red Bull. Renault. Also.
Ich hab Vettel verstanden. Nee, Petrov. Achso, ja, Skype laggt halt. Egal. Vitali Petrov. Petrov? Ja, es war eine sehr komische Fahrerpaarung. Es war eine östliche Fahrerpaarung. Ja, der Vitali Petrov, der aus Russland kommt, und der Robert Kubica, der aus Polen kommt. Ja, geil. Besser als Russland und Ukraine. Wäre ja noch schlimmer. Die würden sich einfach selbst töten. Ja, aber es ist ein sehr östliches Team. Oder Iran. Das hätte ich so vor 10 Jahren nicht erwarten können, dass ein Polen so irgendwie in die Formel 1 als Team gefahren. Und Rosberg, was macht er so weit hinten? Keine Ahnung. Vettel. Okay. Ne, Buemi. Buemi, ja. Das ist die gleiche Frage, was macht Petrov so weit hinten? Was macht Vettel so weit hinten? Du hast ihn abgeschossen. 2-mal. Ja, das ist eigentlich der Grund. Oh, Trulli ist gerade in der Box gefahren. Und ich habe keine Strafe. Und Trulli ist gerade in die Box gefahren. Chandok ist 18. Button ist 1. Und der Baby? Jim Knopf ist 1. Ja. Irgendeiner ist anders. Also von das, was ich finde, also momentan von der Saison, die ersten drei Rennen, ich würde mir klar als stärksten Titelkonkurrenten momentan ausmalen. Wobei da doch eher Hamilton als Button. Ich guck mal kurz, wie es hier jetzt aussieht. Ich sag nichts, aber. Okay. Ich wollte nur mal nachgucken. Ich habe ja schon einige gefahren. Okay. Ja, natürlich, es sind ja erst die ersten Rennen. Es ist nur eine Prognose, die kann natürlich falsch sein. Wie viele Rennen gibt es eigentlich insgesamt? Vier Plätze hinter dem 19. 19? 19? Es hat sich, die Anzahl hat sich nicht großartig verändert. Okay. Gut, 2010 bis 2015. Viele Rennen sind wieder weggefallen und neue sind gekommen. Aber für dieses Jahr sind es auch wieder 19. Mhm. Eigentlich 20, aber dadurch, dass in Deutschland kein Rennen gefahren wurde, halt wieder 19. Warum wurde in Deutschland kein Rennen gefahren? Finanzielle Probleme. Danke, Frau Merkel. Hat zwar nichts damit zu tun. Der Nürburgring hat Schulden und kann deswegen kein Rennen finanzieren. Und der Hockenheimring, der dafür ja nicht geplant ist, diese Saison. Oder war der Hockenheimring geplant? Der war geplant. Schau mich mal da! Der war eigentlich geplant. Soweit ich weiß, es müsste dann Nürburgring geplant sein. Kobayashi habe ich erstmal weggedrängt. Ja, es war der Nürburgring geplant. Der hat ja mit dem großen Dings Schulden, neuer Investor, da gab es irgendwie Probleme, das Geld aufzutreiben. Dann sollte das nach Hockenheim gehen, aber Hockenheim hat sich nicht, wollte irgendwie kein Rennen austragen dieses Jahr. Okay. Nächstes Jahr wird es dann wieder, soll es wieder nach den Regeln in Hockenheim stattfinden. Alles klar. Welche Strecke haben wir hier? Oh! Wie? Da also in dem Spiel? Wilde Luzi abgeschossen? Ja. In dem Spiel haben wir Hockenheim. Okay. Also die bessere von den beiden. Ich bin kein großer Freund des Nürnburgring, sondern eher des Hockenheimrings. Warum? Und dann noch eher von der alten Version. Weil sie schön aussieht. Es sieht einfach aus wie so ein. Also die alte Version sah aus wie so eine Säge. Mhm. Die neue Version sieht aus wie so eine Ölkanne. Das weiß ich nicht. Finde ich halt schön. Nein, ich. Ja, schöner als der Nürburgring. Der sieht für mich aus.
Wie ein Mensch, der seinen Arsch raushält. Wie, ich soll nicht so aggressiv beim Überholen sein? Manu. Abkürzung. Attention, attention. Du bist echt momentan. Ja. Im Moment würde ich die Ziele erreichen. Klatsch mit. Okay. Guck. Die Kurve wieder gerackt. Ist dann immer die Kurve, die so scheiße ist. Ja. Ich bin aber besser gefahren, als ich dachte. Alter, hab ich das schon. Ja, okay. Ich hab's doch nicht. Ja. Okay, ich hab's doch nicht scheiße in Erinnerung. Also, ich hab's doch nicht falsch in Erinnerung. Es war so, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Außer, dass ich so weit vorne war. Aber so verspielt man halt seine Führung. Senna! Endlich! Auf das Duell habe ich die ganze Zeit gewartet. Natürlich kommt irgendwann ein Senna hergeflogen. Irgendwann muss doch mal in irgendeiner Strecke das Glock. Ja, Glock. Scheiß auf Glock. Und ja, Rosberg ist auch so relativ egal. Oh, hallo Glock. Und Glock. Hallo Rosberg. Hallo Buemi. Warum sage ich immer Bümi? Fick dich! Fick dich, Patrick! Letzten UE dort ist und wir sind durch unsere Sprache darauf eingestellt, instinktiv Ü daraus zu machen. Ja. Und Bümi dann zu sagen. Ja. Dadurch, dass ich immer drauf das sage, was die leider deutschen Kommentatoren sagen, habe ich sofort angefangen, Bümi zu sagen. Es ist nur ein Problem, wenn sie einen russischen Namen aussprechen, so wie Daniel Kvyat. Den nennen sie dann eben immer schnell Daniel Kvyat. Ich hasse RTL. Ach, ja, die haben die ganze Saison über letztes Jahr Daniel Kvyat, so wird er nämlich eigentlich ausgesprochen, die ganze Zeit nur Daniel Kvyat ausgesprochen. Idiot. Aber er ist eigentlich Daniel Kvyat. Ja. Weißt du, wen ich gleich nachmachen will? Der hat den Namen viel zu verdeutscht. Weißt du, wen ich gleich nachmachen will beim Boxenstopp? Joss Verstappen. Ja, das kannst du leider nicht. Ja, wir sind nicht in. Das war in Hockenheim, ne? Das war in Hockenheim, ja. Gut, dann mach ich's in Hockenheim. Ja, du tankst ja nicht mehr. Ist mir egal, dann halt beim normalen Boxenstopp. Wird einfach Sprit über dein Auto gekippt. Kommt da einfach irgend so ein Scheißreifen mir in die Fresse geflogen. Oder, ja, keine Ahnung. Dadurch fängst du nicht an, Feuer zu fachen. Oder ein Kran, keine Ahnung, was das war. Ah ne, das war ein Kran. Ja, ein Kran. Ah, Bibianca. Oder eine Schraube, die kann dir auch an den Helm reinfliegen. Was? Was ist denn das für ein scheiß Helm? Ich dachte, der Helm sei ein Schützen. Wow. Ja, nicht, wenn das an die Glasscheibe da vorne kommt. Da hat nämlich Felipe Massa abbekommen 2009. Okay. Hat nämlich beim Unfall ist in, ich glaube, irgendeine Feder von dem Reifenteil, von der Vorderradaufhängung abgeflogen und durch die Helmscheibe halt vorne, durchs Visier, durch ans Auge, so dass er ohnmächtig wurde. Okay. Und dadurch, dass er ohnmächtig wurde, ist er gerade aus dem Lieber dran geprallt. Ja, wir sind jetzt letzter. Ich glaube, schwere Verletzung hatte er nicht, aber konnte den Rest der Saison nicht mehr fahren. Eigentlich sollte ihn Michael Schumacher ersetzen, dadurch, dass er aber am Anfang des Jahres einen Motorradunfall hatte, wo er seinen Nacken verletzt hat, nicht seinen Lacken. Sein Lappen? Sein Lappen, ja, den kann er auch verletzen. Sein Nacken verletzt hat, konnte er leider nicht in den Formel-1-Wagen steigen. Für die ersten drei oder zwei Rennen hat ihn Luca Badoer
ersetzt. Der war aber so schlecht, dass einfach nach zweiter Rennen Ferrari Giancarlo Fisichella gekauft hat von Force India und den als Ersatzfahrer genommen hat. War der noch schlechter als ich? Ja. Nein, also ja, ja, nein. Du warst in dem Rennen eine kurze Zeit konkurrenzfähig. Das war Badoer im Ferrari nicht. Also er fährt in einem. Warte, im viertschnellsten Wagen der Saison 2009. Und ich glaube, hat ein Rennen beendet und bei dem wurde er als letzter ins Ziel. Die anderen beiden Rennen ist er ausgeschieden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe dann eine, der verlernt hat, wie man ein Rennen fährt. Massa führt einfach. Felipe Baby, Fernando's faster than you. Ah, Badoer hat sogar nur zwei Rennen gefahren. Ach so, nee. Ich dachte jetzt schon. Man hätte doch vielleicht eher für die zwei Rennen Marc Genie holen müssen. Ja. Du hast keine Ahnung, wer Marc Genie ist. Nee. Muss ich ihn kennen? Ja, Badoer wurde einmal 17. und einmal 14. im Ferrari. Ich sag dir mal, was das beste Ergebnis von Massa war in der Saison? Ein dritter Platz. Das beste von Raikkonen in der Saison war ein Sieg in Belgien. Das beste von Fisichella im Ferrari in dieser Saison war ein 9. Platz. Aber auch nur, ja. Ich glaube, Ferrari hat ja auch ein bisschen so Missmanagement. Aber nochmal, um auf Badoer einzutreten. Ja, Badoer kam mit Chaos, wollte ich nur mal so eben sagen, mit Chaos als 17. Ziel. Von 18. In seinem ersten Rennen. So, in seinem zweiten, guck mal, das mal durch auch nah. In seinem zweiten Rennen wurde er 14. von 14 fahrenden Wagen. Okay. Also er war immer unter den letzten beiden. So kann man das gut sagen. 9-11, bestätigt. Du bist schon an 9-11. Nicht mehr. Hm. Jetzt bist du halt schuld am 10. Oktober. Am 11. Oktober. Am 10. Oktober. Interessant. Jetzt muss ich auf Wikipedia gucken, was am 10. Oktober passiert ist. Vielleicht irgendwas Wichtiges. Du weißt es ja nicht. Und gleich am 11. November. Mehr. So. Also ich muss schon mal sagen, diese Runde für uns ist ziemlich scheiße. Eher gesagt, diese Strecke für uns ist ziemlich scheiße. Warum kann Massa so schnell auf dieser Scheißstrecke fahren? Ich würde lachen, wird Massa einfach da gewinnen. Bitte Hamilton. Bitte Button. Holt euch den Sieg. Aber nicht Massa. Wo ist Trulli? Seht Shandok, aber nicht Trulli. Der ist halt scheiße, ich hab halt einen Grenzdebilen als Teampartner. Der ist halt scheiße, wenn du selbst grenzdebil bist, dann reißt dein Team nix, weil das Team grenzdebil ist. Also wenn du schon grenzdebil bist und dann dein Partner noch grenzdebil. Chandok hat mich überholt. Chandok hat mich. Wow. Okay, war das am 11. War das am 10. Ja. Das ist am 11.10. So. Scheiß drauf, weil es am 11. November. Ich gucke noch 11. Oktober. Ah, Saturday Night Live hat angefangen in Amerika.
Okay. Johnny Lennon hat Imagine veröffentlicht. Ja. Und das ist die Kulturspanne. Philippe Massa hat gewonnen. Wow. Philippe Baby. Der Papst Johannes Paul hat eine Ordensschwester Edith Stein heilig gesprochen. Okay. Ja. Philippe Baby, Massa is faster than you. Okay, okay, I don't care, I don't care, just leave me alone. Ich will bitte den Raikön machen. Chandok hat mich noch überholt. Wow. Und das müsste man und machen, wenn dir gesagt wird, Felipe ist faster than you, Fernando ist faster than you. Leave me alone. Okay. Ich hab Trulli getötet. Fernando, Felipe has won the race. Please. Did you understand that? Felipe has won the race. Oh, wie dumm. Trulli mit 23 haben wir wären letzter. Oder? Das meine ich halt. Malaysia ist halt eine ziemlich scheiß Strecke. Ja, Chandok. Und ja. Wir sind 24. Als 23. gestartet. Und als 24. Mein Ziel nicht erreicht. Ich bin enttäuscht. Am falschen Ende des Felds, aber immerhin bist du angekommen. Gut gemacht. Wow. Unsere erste Niederlage. So, wer ist denn unter den Top 8? Oh, Massa vor Hamilton und Button. Das ist genau so das, was ich gedacht habe. Ja, Trulli ist sogar schneller als ich gewesen. 6 Sekunden. Wie sieht's hier aus? Ja, McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, ja. So, die Fahrer wolltest du irgendwie nicht zeigen. Nee. Das interessiert uns nicht, wer da in der Fahrerwertung auf Platz 1 ist. Ja. Ziel im Qualifying wäre 15. Das ist einfach übertrieben. Wäre 12. ey. Lächerlich. Genau. Aber Level 4. Ja. Schätzt dich glücklich. Hallo Patrick. Patrick hier. Patrick. Wie glauben Sie, werden Sie in dieser Saison abschneiden? Haben Sie sich für die Saison etwas vorgenommen? Wir werden versuchen, unsere direkten Konkurrenten zu schlagen. Hat das Auto heute gezeigt, was es kann? Ja, natürlich. 23 auf 24, das ist das Beste, was man bekommen kann. Bisschen immer zu schwach, ja. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, sowohl das Auto als auch ich als Fahrer können noch viel mehr leisten. Wie bewerten Sie persönlich die bisherigen Rennen? Ich stell mir gerade vor, wie du wirklich vor dem Interview eingeschlafen bist. Entschuldigung! Herr Patrick, wie bewerten Sie persönlich die bisherigen Rennen? Ich glaube. Sehr interessant, blablabla. Sehr interessiert, so. Nicht sehr interessant. Und damit würde ich sagen, das wär's für diese Ausgabe. Ich hoffe, euch hat's irgendwie gefallen, warum auch immer. Das nächste Rennen ist in China. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder in China. Shanghai!